Herzlich willkommen zum neuen Video. Der neue Volkswagen Tiguan oder sollte ich sagen, der Tiguan Facelift? Das gucken wir uns heute an. Das ist er, der neue Tiguan in seiner, ja, eigentlich zweiten Generation. 2007 gab es den ersten Volkswagen Tiguan und das Konzept hat sich so gut behauptet, dass man 2016 gesagt hat, wir machen nochmal eine zweite Generation. Und jetzt hier heute eigentlich der neue Tiguan, aber es ist auch irgendwie vielleicht nur ein Facelift. Die ganze vordere Front ist komplett neu, aber ab A-Säule ist dann alles irgendwie so ein bisschen gleich geblieben. Es gibt zwar ein paar Modifizierungen, aber so richtig, richtig neu ist er, glaube ich, nicht. Aber wir schauen ihn uns einfach mal an. Ich finde nämlich, so wie wir ihn hier haben, in der Airline-Ausstattung, ist er schon wirklich sehr, sehr sportlich gelungen. Ne? Fangen wir hier vorne in dem vorderen Bereich an. Wir haben hier IQ-Light drin. Das Auto ist, glaube ich, sowieso irgendwie vollgepackt, wenn man so sagen darf. Also wir haben hier IQ-Light mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, die wir auch hinten haben. Da kommen wir aber dann später nochmal zu. Und das ist hier die Front vom Airline, die übrigens genauso aussieht wie beim Tiguan R, den ich leider noch nicht gefahren habe. Aber ich habe mir das ein oder andere Video angeguckt. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber die Form ist genau gleich. Und ich finde das mit dem Chrom, was mir eigentlich nicht immer so gut gefällt, finde ich hier, ist sehr schön eingesetzt. Und dann sehen wir hier auch zum ersten Mal das neue R-Logo. Früher stand da ja immer R-Line. Jetzt steht da nur noch R. Ein Stückchen weiter das neue VW-Zeichen mit dem Schwarz innen drin, wo der Matthias gerade schon sagte, das Auto fuhr gerade vor uns her, da sagte der Matthias, ey, das sieht richtig gut aus mit dem Schwarz, ne, da drin, ne? Ist immer noch so, Matthias, ja, ne? Siehst du immer noch so, ne? Ja. Hier ein bisschen in Chrom unterteilt und sehr viele Lufteinlässe, wo wir echt mit den Händen komplett reingehen können. Und dann auch nochmal alles hier unten schön mit lackiert. Ich finde, die Front ist ja neu und die haben sie echt sehr schön neu gestaltet. Man kann ihn dann nochmal mit einer 360-Grad-Kamera bestellen. Dann ist die Kamera, die für den vorderen Bereich ist, hier vorne drauf. Das sieht so ein bisschen naja aus. Also hätte man sich vielleicht gewünscht, dass sie hier in dem VW-Logo drin ist. Aber dort ist der Radar eingebaut. Für die Assistenzsysteme, die er übrigens hier auch alle hat, sprechen wir nachher nochmal im Innenraum drüber. Ja, die Motorhaube ist ein bisschen anders gekantet. Wir haben hier zwei so Falzen drin, die die Linienführung noch ein bisschen mehr betonen und hier vorne dann so ein bisschen abgeflacht. Aber ich finde, die Scheinwerfer, die haben schon so ein bisschen was vom Golf 8, oder? Oder sind, glaube ich, sogar fast so wie der Golf 8. In der R-Ausstattung sieht das Ganze dann nochmal ein bisschen böser aus. Und vielleicht würde ich mir wünschen, dass diese Chromteile hier vorne schwarz sind. Macht so ein bisschen mehr sportlichen Charakter, oder? Gucken wir uns mal von der Seite an. Leider steht unser Tiguan auf Winterreifen mit 18 Zollern, aber man kann ihn in 20 Zollern bestellen. Und dann ist der Radkasten wirklich komplett ausgefüllt. Solltet ihr vielleicht gerne mal in die Konfiguration bei VW gehen. Da gibt es echt schöne, schöne Räder für dieses Fahrzeug. Und in der Airline-Ausstattung nochmal, glaube ich, extra zwei verschiedene, die man sonst nicht bestellen kann. Was auch in der Airline-Ausstattung ist, ist, dass dieses Fahrzeug hier 200 PS hat. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Seitenansicht vom Tiguan. Hier ist jetzt ein VW-Zeichen drauf, das hat aber das Autohaus gemacht, von dem das Fahrzeug ist. Es ist das Autohaus Steinböhmer in Bielefeld. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Leihgabe dieses Fahrzeugs. Dann haben wir hier oben dieses Designelement, das ist neu, das hat der alte nicht. Und hier ist auch nochmal das R-Zeichen, was ich übrigens sehr genial gelungen finde. Ich finde das irgendwie, das sieht halt einfach schön und sportlich aus. Ne? Dieses Geschwungene gefällt mir richtig gut. Klavierlack schwarz unterlegt und hier noch ein bisschen Chrom drin mit so kleinen Falzen. Ja. Wer es mag, sieht ganz nett aus. Die Plastikradumrandung, die hier ist, so wie das Fahrzeug hier ist, in diesem Delfingrau, fällt das überhaupt nicht richtig auf. Wenn es jetzt weiß wäre oder so, dann würde ich sagen, ah, hätte ich mir lieber ein Lackiert gewünscht. Aber es soll ja den SUV-Charakter unterstreichen und diese Kante soll das Fahrzeug ja optisch immer so ein bisschen anheben. Also hier in Delfingrau fällt es überhaupt nicht auf und man sieht auch schon, es ist sehr, sehr dreckig. Also da fliegen echt Steine hin. Und wenn man mit diesem Fahrzeug in Offroad geht, dann ist man, glaube ich, froh, wenn man diese Plastikkanten drin hat. Dann ist es nämlich nicht alles so verkratzt. Ja, und ab der A-Säule ist das Fahrzeug wirklich so wie das andere Fahrzeug auch. Ab der Ausstattung live gibt es einen Dachgepäckträger dazu, der übrigens 75 Kilo Dachlast tragen kann. Man kann das Fahrzeug mit Keyless Go bestellen. Dann braucht man es hier nur anfassen. Die Tür geht auf, steigt ein und wenn man dann abschließen will, kann man hier nochmal drücken. Das geht für die hinteren Türen nicht, geht leider nur für vorne. Finde ich persönlich gut, denn wenn ich es bei meinem Golf immer mache, dann schließe ich den so ab und ob der dann wirklich zu ist, sieht man ja heute nicht mehr, weil man ja hier kein Knöpfchen mehr hat. Ne? Dann gucke ich hier immer, ah, ja, ist zu. Für mich finde ich es besser, wenn es nur vorne Keyless Go hat. Ne? Wie gesagt, Seitenansicht,
Ich fand beim Tiguan schon immer gut, dass diese Form hier hinten nicht so richtig abfällt, also innen drin nicht. Optisch ja, aber wenn man innen drin sitzt, dann ist das hier alles, man hat sehr, sehr viel Platz. Und ich finde, das macht ja auch der SUV-Charakter aus. Es geht ja immer mehr dahin, dass die Autos hinten so abflachen. Das so, Auto haben wir einmal gedreht. Wie gesagt, die Seitenansicht hat sich nicht viel verändert, außer das Badge an der Seite. Und ich glaube, hier unten die Schwellerführung, die ist auch ein bisschen anders. Hinten haben wir wieder so ein paar Neuerungen, ne? Also klar, das neue VW-Emblem, was wirklich sehr, sehr schön ist, Matthias, da hast du recht, ne? Mit dem Schwarz. Ich finde es gut, dass der Tiguan-Schriftzug dort zu sehen ist. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Freund davon, dass das links und rechts an den Seiten prangert. Ne? Dass wir hier ein Allrad haben, ist sehr, sehr schön, aber ich finde, dieses 4Motion müsste für mich nicht da stehen. Also nur das Tiguan da hinten würde mir komplett reichen. Dann ist das Auto auch ganz clean hinten, finde ich ganz schön. LED-Leuchten auch hinten, serienmäßig. Können wir mal aufmachen. Und wir haben so ein kleines Lichtspiel. Zack, 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 zack. Sieht eigentlich ganz schick aus. Finde ich auch ganz gut mit diesen abgerundeten, oder mit diesen umgedrehten Ls, die hier zu sehen sind. Dynamische Blinker hinten, aber auch vorne. Mein Golf GTI TCR hat das nur hinten. Warum habe ich nicht das auch schon vorne? Da hat VW, glaube ich, wieder gespart, oder? Der Tiguan siedelt sich so ein bisschen höher als der Golf an. Da fängt er auch preislich an. 28.200 Serienausstattung VW Tiguan. Nackte Kanone, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Der hier liegt bei 54.759 Euro. Also da ist schon eine Menge reingepackt. Wobei man muss sagen, der Airline fängt auch erst bei 45.000 Euro an. Na, da haben wir schon sehr, sehr viel Ausstattung drin. Der hat hier noch ein bisschen dazu gepackt bekommen. Der hat im Sommer auch die 20 Zöller drauf. Der hat dieses IQ-Light. Der hat alle Fahrassistenzsysteme drin. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir in den Innenraum gehen. Der neue Tiguan hat auch das Heck ein bisschen was neuer. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, die Auspuffblenden, aber wirklich, wirklich blenden. Also da ist noch nicht mal irgendwie ein Loch hier drin oder so. Es machen ja mittlerweile echt alle Hersteller oder viele Hersteller. Selbst bei Mercedes, der C63 AMG, der hat hier hinten Blenden. Aber da sind hier Löcher drin und dann fängt das Auspuffrohr dahinter wenigstens an. Aber ganz so, also das ist ja mal richtig fake, oder? Der Auspuff ist dann irgendwo hier unten drunter versteckt und bläst die Abgase einfach nur so nach unten. Finde ich einfach schade und hätte ich mir gewünscht, dass man das noch so vernünftig sieht. Wenn es ein E-Auto ist, okay, der hat ja sowieso keine, aber wir haben ja hier Auspuffrohre, da könnte man das doch auch schön machen. Also gerade auch, weil es ein Airline ist. Mir gefällt es auch nicht so, dass es in Chrom ist und ich hätte das auch gerne in Schwarz gehabt. So ist es nun mal. Kofferraum. Ach, Auto ist zu. Aufmachen. Farbspiel, Lichtspiel. Sehr schick. Keine elektrische Heckklappe, kann man aber bestellen. Kofferraum, 615 Liter haben wir hier. Und wir können das hier noch mal ein bisschen nach unten fahren. Oh. So rum. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Solltet ihr euch für den E-Hybrid entscheiden, den es ja übrigens auch gibt als Tiguan, dann ist das nicht möglich, dass man diese Klappe hier nach unten machen kann, denn dann liegen hier drunter die Batterien. Ganz schick ist eine 220 Volt Steckdose, die wir hier hinten drin haben. Ne? Aber links kann man da nur so ein flachen Stecker reinstecken, nicht diese runden Stecker. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Anhängerkupplung haben wir. Hier, elektrisch ausfahrbar und dann fest. 100 Kilo Stützlast und man kann 2 Tonnen ziehen mit dem Gerät. Ja, also ein richtiger SUV. Ne? So, machen wir wieder runter. Klappt sich so wieder ein. Rücksitzbank in 60-40 hinten kann man fernentriegeln und somit hat man dann, wenn man alles umklappt, 1650 Litern Volumen. Machen wir die hintere Klappe zu und kommen zu der vorderen Klappe, denn da gucken wir uns nochmal den Motor an. Einmal kurz tauschen das Auto. Bada bada bada. So, Auto gedreht. Heute drehen wir sehr, sehr viel die Autos, ne? Motorhaube. Also, es gibt übrigens sehr, sehr viele Varianten. Haubenlifter. Schön, ich liebe Haubenlifter. Ein richtig dickes Ding, ne? Da ist er, unser Vierzylinder, 2 Liter und 200 PS. Genau, denn wenn man ihn in der Airline-Variante nimmt, dann kann man so rum das Fahrzeug mit 200 PS nehmen. In der kleinsten Benziner-Variante haben wir 122 PS, 6-Gang handgerissen. Dann können wir nochmal mit DSG-Getriebe bestellen, 7-Gang, 150 PS. Und dann kommen die Dieselmotoren, die dann auch bei 130 PS anfangen, als handgerissen 6-Gang. Oder den hier, und dann gibt es nochmal 150 PS. Oder den hier
mit 200 PS. DSG 7-Gang-Getriebe. Kombiniert soll das Ganze verbrauchen 5,3 Liter. Und dann sagte ich ja gerade schon, zur Einführung des neuen Tiguans gibt es dann jetzt auch ein E-Hybrid. Und der hat eine Systemleistung von 245 PS. 400 Newtonmeter. Der geht, glaube ich, ordentlich nach vorne, oder? Hätte ich auch mal Interesse dran zu fahren, gerade weil es Hybrid ist. Ne? Für ganz E bin ich ja so ein bisschen schwierig zu begeistern, aber für Hybrid, ja, finde ich gut. Wie wir sehen, sehen wir wieder nicht ganz so viel, aber es sieht irgendwie doch sehr aufgeräumt aus, finde ich. Im Gegensatz zu den letzten Modellen, die wir hatten. Da haben wir noch ein Blättchen gefunden. Gut, dann haben wir das, glaube ich, alles abgefrühstückt. Dann können wir uns jetzt das Auto mit Musik untermalt an dieser Location hier angucken und dann treffen wir uns im Innenraum wieder. Bis gleich! Fuck with these red guys, dropping on and she bad times. Taking a bad bird ass, I think she in love with my cat size. Put it all like bad vibes, can't give me no cash, boo. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Call back on me, take a champ, be mad with a trusty. My bitch, you look a messy bitch, I'm in a jaw like a cavity. If Trump asks me questions, ain't telling shit. I just wanna get to the Benjamin, spend it, I'm on bitch on my battery. Turn stop, unless you shit. She and my boss, like giving it. Cry, you know that I'm getting it. I don't do no off this, stream on me, untrained. Talk to the cops like I'm yeah. Because we dancing, no engine. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, pushing from Pluto. Jetzt gucken wir uns schon mal so ein bisschen den Innenraum an, denn habe ich hier hinten genug Platz? Und ich kann euch versichern, ja, das habe ich. Das ist natürlich auch der Charakter vom SUV. Und wenn ich hier hinten sitze, dann denke ich echt, das ist ja ein Riesengerät. Also Tiguan ist ja noch angesiedelt unter Touareg. Aber ich könnte mir vorstellen, nicht, dass es ein Touareg ist, aber dass ich auf jeden Fall hier verdammt viel Platz habe. Ne? Wir haben die Sitzbank hier drin, die man nochmal hin und her schieben kann. So, oh, ein Stückchen weiter nach vorne. Hier habe ich nicht gesessen, sondern der Matthias vorhin. Deswegen habe ich jetzt natürlich keinen Platz mehr hier. So, wenn ich ein Stückchen zurück mache, dann habe ich hier genug Platz. Man kann auch noch die Lehne einstellen. Und die könnte man sich schön nach hinten packen. Und dann sitzt man, ja, ich müsste noch ein Stück nach hinten. Ne? So sitzt man wirklich richtig schön gemütlich. Und wenn man dann noch mehr Platz haben will, dann schiebt man sie ganz nach hinten. Dann guckt mal bitte, wie viel Platz ich hier vorne habe. Und auch nach hier oben hin. Also da ist sehr, sehr viel Headroom. Könnte man sich eine lange Reise mit vorstellen. Also ich mir auf jeden Fall hier hinten. Mittelarmlehne haben wir auch hier. Können wir runterklappen und dann, ja, mache ich es mir jetzt erstmal gemütlich. Genug mit gemütlich, denn ihr wollt das Auto ja sehen und besonders den Innenraum, ne, der übrigens sehr, sehr viel neu ist. Ne? Wenn wir hier schon mal so anfangen, Matthias ist jetzt noch hier draußen, der kommt aber gleich bestimmt rein. Lenkrad ist ganz neu, Display ist ganz neu, also Tacho ist ganz neu, das ist ganz neu, Wählhebel ist ganz neu. Aber da kommen wir drauf zu sprechen, wenn ihr hier reinkommt, beziehungsweise Matthias, komm, hock dich mal rein hier. Als erstes muss ich mir irgendwie das Lenkrad einstellen. Es ist ein nagelneues Lenkrad und ich finde, es ist irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig, weil es halt so stark abgerundet ist. Aber diese Gummierung hier drauf, die fühlt sich richtig cool an. Schlüssel einstecken und dann kommen wir zu einem Highlight, wo ich mich so ein bisschen eingelesen habe, was ich richtig cool finde. Wir gehen hier im Display auf Fahrzeug und dann haben wir hier ambiente Beleuchtung und dann kann man hier 30 Farben einstellen. Ist doch mega, oder? Also ich hätte, glaube ich, eher hier so was Bläuliches oder was Grünes. Und dann sieht man, wie sich hier die Seiten auch verstellen und wie sich das auch hier, wenn du mal hier guckst im Display, ne, da verändern sich auch die Farben, die Ringe, die werden dann blau bzw. rot. Oder wir können auch noch gelb machen. Ja. Ja, also 30 verschiedene Farben. Ich würde es jetzt einfach mal für Matthias auf pink lassen. Ne? Ach, schade. So, das klingt nicht gut, pink?
Rosa Meer. Rosa Meer, okay, dann gucken wir, ob wir nochmal rosa finden. Warte, wo haben wir denn das Setup? Ambientebeleuchtung. Rosa wäre so ganz weit hinten. Ja, so, das ist so ein bisschen pinkrosa, ne? Ja. So fühlst du dich wohl, super. Ja, das ist nämlich neu. Neues Display. Viel, viel schärfer, sagt der Matthias gerade auch schon, wo wir eingestiegen sind, als in meinem Golf. Also mein Golf hat ja auch schon ein Virtual Cockpit, aber nicht so extrem, wie das hier ist. Wir haben hier eben Lenkrad, eine Lenkradheizung, da, Lenkradheizung eingeschaltet, da ist der Knopf dafür und die ganze Bedieneinheit hier ist komplett Touch. Ne? Also man kann hier und kriegt dann auch immer so ein, hörst du das? Da kriegt man dann nämlich immer so ein so eine Haptik zurückgegeben, die ich übrigens bei dem Range Rover SVR, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, hier oben ist die Verlinkung, da habe ich es nicht. Da ist alles, was in Touch ist, auch hier, ist nicht irgendwie mit so einer Haptik versehen oder so. Ne? Auf der Seite haben wir hier Tempomat und die Assistenzsysteme, Spurhalteassistent, Tempomat ein und aus, Abstand verringern, beziehungsweise also man drückt einmal hier drauf, dann verringert man den Abstand. Da siehst du es da unten auf dem Display, Matthias. Ja. Da. Ne? Da kann man das einstellen. Oder man stellt halt hier Tempomat ein, wie schnell der fahren soll. Der hat eine Schildererkennung. Wenn du 100 fährst und dann kommt ein Autobahnschild 80, dann bremst der automatisch, wenn du ein Tempomat anders auf 80 runter. Also dann ist die Klimaanlage hier unten neu. Das, die Bedieneinheit dafür, das ist nämlich auch alles Touch. Also man kann hier so hin und her, und dann sieht man auch, wenn man das so auf Hälfte stellt, wie das hier hell ist und das so leicht dunkler ist. Also da ist dann jetzt gerade die Lüftung. Die kann man dann noch so ein bisschen zurückziehen. So. Und auch wieder vorziehen. Hier kann man dann nochmal die Intensität einstellen, dass aber dann auch direkt hier oben im Bildschirm auch nochmal Sachen angezeigt werden. Aber reagiert eigentlich ganz gut, ne? Ja, reagiert super. Ne? Kann man ganz leise machen. Ach, kann man ganz leise machen, kann man ganz runter machen. Dann haben wir hier nochmal ein Menü, dann ändert das hier oben und dann kann man hier oben nämlich dann auch nochmal wieder Sachen, also die Sachen nochmal einstellen. Hier kannst du nochmal rauf und runter fahren. Temperatur, linke Seite kälter, rechte Seite wärmer oder halt synchronisieren, dass beides gleich ist. Und das gleiche kann man auch von hier vorne nach hier hinten machen, denn wir haben hier hinten, hinter der Mittelkonsole, auch nochmal eine Bedieneinheit, die seht ihr auch hier. Da kann sich, können sich die hinteren Leute sich die Luft auch so einstellen, wie sie gerne möchten. Ein neuer Wählhebel, der ist auch neu designt. Dann haben wir hier zwei USB-Schnittstellen, da können wir unsere Telefone laden oder anschließen. Und wir haben hier auch nochmal induktives Ladepad, was auch nicht gerade klein ist, ne? Also da passt schon ein großes Telefon rein. Ach guck, man kann diese Gummihülle hier auch rausnehmen. Guck mal, dann sieht man mal, wenn das so, wenn das meine Hand ist, da, die ist ja nie klein, das sind schöne Pranken, da passt dann das Telefon rein zum Laden. Mit einer Gummimatte, das verrutscht auch nicht, packen wir auch hier wieder unten rein. Was mich wundert ist, die haben hier einen Zigarettenanzünder. Also heißt, damit kannst du deine Fluppen anmachen, aber wo aschst du hin? Siehst du, gibt keinen Aschenbecher. Es gibt auch einen Aschenbecher zu kaufen. Ja, ja, diese, die so aussehen wie so Becher, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch da. Ja, Wählhebel hier, hier haben wir nochmal schön 4Motion stehen, denn es ist ein Allradfahrzeug und hier kann man die verschiedenen Modis nochmal einstellen, die dann auch hier vorne, hier oben direkt rumgehen. Das ist Schnee, hätten wir einen weiter, Straße und dort können wir dann nochmal hier Komfort, Normal, Sport, Individual einstellen. Gehen wir mal auf Echo und dann haben wir hier nochmal zwei Offroad-Dingens, Driving Mode Offroad Auto und Driving Mode Offroad Expert. Das kann man dann selber nochmal anpassen, kann man hier die ganzen Sachen nochmal so einstellen, wie man es gerne hätte. Drücken wir schon mal Sport, denn wir fahren ja immer ganz gerne Sport. Ja, hier unten haben wir dann nochmal so eine Halterung, wo wir unsere Kaffeebecher reintun können, finde ich ganz gut. So hat man ein Fach, wo man Sachen reinlegen kann, ganz normal, oder man drückt halt hier drauf und dann werden die Becher hier gehalten und wenn man sie nicht mehr möchte, dreht man das halt so zurück und schiebt das hier zu. Mittelkonsole, ja, da passen ein, zwei Döschen rein, aber jetzt nicht die Handtasche von Matthias, ne? Und hier haben wir in Wagenfarbe die Umrandung, also müsste Wagenfarbe sein, oder? Ist das Delfingrau? Die Wagenfarbe heißt übrigens Delfingrau. Nee, ist schwarz. Ist schwarz? Oder? Dann bin ich aber blind. Nee, ist auf jeden Fall so ein bisschen Silber. Guck mal, hier siehst du das doch auch, so grau-silber. Ist, glaube ich, Wagenfarbe, oder? Ja, das ist der Innenraum. Wir haben hinten gesehen, wo ich habe hinten schon gesessen. Hier übrigens verstellbare Kopfstützen, die in der Länge verstellbar sind. Für mich sehr, sehr gut, denn ich habe hier eigentlich immer ganz oft den Sitz so ein bisschen weiter hinten, wenn ich so würde ich sitzen. Und dann kann man auch für weite Strecken sich sehr schön hier anlehnen. Übrigens in Leder bezogen. Hier haben wir nochmal das Airline drin in den Sitzen. Und ja,
Ich sage ja immer Alcantara dazu, habe ich hier schon dreimal gehört, dass es nicht Alcantara ist, sondern Mikrofaser. Aber finde ich sehr schön. Und ich bin gar nicht so der Fan von Ledersitzen, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile auch. Ne? Bist du eigentlich ein Fan von Ledersitzen? Mm-mm. Auch nicht, ne? Ich finde es immer so kalt dann. Ne? Und im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Ich habe auch lieber so Stoffdinger und wenn dann hier die Seiten Leder sind, dann finde ich das ganz schön. Ne? Sitze sind auch, also haben schon so ein bisschen Halt hier in den Seiten. Sind schon ganz sportliche Wangen. Genug gequatscht, jetzt fahren wir das Auto. Ich bin ganz ehrlich, ne? Einer der ersten Lenkräder war, wo ich sage, sieht geil aus. Ja? Guck mal die Form hier so. Sportlich. Aber ich finde irgendwie, weil das hier so abgerundet ist, sieht das irgendwie so. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn es ein Polo-Lenkrad wäre. Weißt du nicht? Aber ich finde das mit dem Airbag hier ganz cool. Und das hier mit diesem Silbern finde ich auch ganz schön. Ja, okay, mit den Nähten und so. Du hast schon recht, also so von den Grill. Und es ist schön dick, ne? Aber irgendwie das hier. Hauptsache hat Lenkradheizung ist eingeschaltet. So, los geht's. 200 PS, 2 Liter und 4 Zylinder. DSG, 7 Gang. Es gibt ihn ja auch nochmal handgerissen als 6 Gang. Dann allerdings nur mit 150 PS oder 122 PS in der Diesel-Variante. Ich muss sagen, der Matthias meinte ja gerade, das Lenkrad findet er richtig gut. Wenn man es jetzt so lenken darf, finde ich auch, hast du vollkommen recht, hält sich richtig geil in der Hand. So richtig schön dick. Ja. Ich weiß, du findest dich gut. So, leider musste ich die letzten 10 Sekunden rausschneiden, weil der Matthias ein bisschen versaut geredet hat, sagen wir es mal so. Ja, ist klar. Ne? Ich bin den Motor ja eigentlich gewöhnt. Ich hatte mal einen 2 Liter Golf 5 DSG. Ah, Start, Stopp. Dies hier, das können wir schon mal ausmachen. Da ist nämlich da die Taste dafür. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz so überrascht von dem Motor. Ne? Der kann was. Ich hatte ihn allerdings damals nicht mit 200 PS und wenn man hier mal, ich finde auch die Anzeige hier sehr modern und sportlich. Aber dieses DSG-Getriebe, das habe ich damals schon so gefeiert, wenn der Drehzahlmesser runter und sofort den nächsten Gang, ich meine, kennst du nicht, du fährst ja nur einen Schalter, ne? Deine Gurke nochmal 250 PS, 280, 320 PS, genau. Irgendwie komme ich da nie drauf, 320 PS, das ist auch nicht viel mehr als meiner. Du hast 290 PS, DSG. Macht viel aus. Auf viel Gewicht. Wie viel wiegt deiner? Weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber schätzt, was der wiegt? 2000. Was? So viel, denkst du? Ja, okay, ist ein SUV, ne? Könnte man denken. 2 Tonnen, glaubst du? Mhm. 1,715. Und der Hybrid, der E-Hybrid, 1,815 Tonnen. Also ein bisschen mehr, weil halt die Batterien so ein bisschen wiegen, ne? Ja, jetzt merken wir es auch schon hier mit dem ganzen Assistenzsystem. Ich schalte mal hier Tempomat ein, dann gehen wir hier auf Set. Probieren wir mal den Sprachassistenten aus. Stimmt, der Sprachassistent. Hey Volkswagen. Hey Volkswagen. Hey Volkswagen. Wie bitte? Hey Volkswagen. Meinten Sie VW Händler? Nein. So. Hey Volkswagen. Sag mal hallo. Hallo. Hallo Volkswagen. Was möchten Sie tun? Ah, Matthias weiß, wie es geht. Suche uns ein Restaurant. Meinten Sie Geflügelrestaurant? Wieso im Schwein? Also das funktioniert auf jeden Fall. Auch gar nicht mehr so schlecht, ne? Aber muss man jetzt. Hallo Volkswagen? Ja, bitte. Wie viel Uhr? Entschuldigung. Wie spät ist es? Sie können jederzeit sagen, navigiere zu, gefolgt von Ort, Straße und Hausnummer. Sie können außerdem. Abbruch! Sagen, Abbruch. Wenn wir auf Sport stellen, dann finde ich, ist die Lenkung noch nicht ganz so. Ich gehe mal auf Komfort, aber dann merkt man, dass das Lenkrad sehr so schwammig wird. Ne? Wenn wir jetzt auf Sport stellen, es ist ein bisschen. Und das Ansprechverhalten ist auf jeden Fall auch. Irgendwie bin ich.
irgendwie habe ich irgendwie, ich kann ja nicht erklären, aber der Motor, ah, okay, ist jetzt auch noch ein Allrad, ne? Ja, ja, okay, alles klar, Allrad, deswegen. Ich finde die Lenkradheizung, also die schaltet sich, glaube ich, immer sehr schnell wieder aus, die ist nicht so richtig warm. Da bin ich von anderen Fahrzeugen gewöhnt, dass sie richtig schön heiß ist. Oh, hat schon ordentlich Zug, ne? 200 PS, 360 Newtonmeter. Und der soll kombiniert verbrauchen 5,3 Liter. Ist gut. Ist gut, glaube ich aber nicht. Ah doch, Diesel. Angegeben mit 215 km/h. Gucken wir mal, was er kann. Lassen wir ihn einmal laufen. 160. Ah, ist leider nicht ganz so frei heute. Wir haben auch erst 12 Uhr. So, 170, 72, 75, 180, 82. Ja, müssen wir schon. 187 habe ich gesehen. Da müssen wir schon wieder bremsen. Aber Durchzug ist gut, ne? Windgeräusche, oder? Sehr wenig. Das ist das, was ich immer kritisiere. Windgeräusche? Und? Zufrieden? Mit gar nichts. Also ich finde, hier hörst du schon ein bisschen mal. Ich meine, weil du vielleicht die Kopfhörer jetzt auf hast. Oder? Mach ja, mal ab. Aber besser als bei den anderen. Ja? Okay. Vertrauen wir da mal auf Matthias. So, hier ist wieder 120. Wir gehen runter vom Gas. Wir haben hier einen 58-Liter-Tank. Und er ist angegeben mit 216 km/h Spitze. Ja, also vom Motor bin ich, wie gesagt, da bin ich einfach neutral. Ich bin das Auto lange genug gefahren, deswegen ich kenne den Motor. Allerdings, wie gesagt, nicht mit 200 PS, aber den 2-Liter Vierzylinder DSG, den kenne ich. Und der schaltet sich, den fand ich früher schon in meinem Golf richtig geil. Jetzt hier mit der ein bisschen mehr PS-Zahl ist es nochmal ein bisschen interessanter, ne? Wobei 1,7 Tonnen, die müssen auch erstmal bewegt werden. Der E-Hybrid ist noch ein bisschen schwerer. Aber 245 PS Systemleistung, 115 PS hat der E-Motor und 135 PS, ne, 130 PS hat der Benzinmotor, glaube ich, so war es, bin mir nicht sicher. Aber 400 Newtonmeter Drehmoment, ich glaube, der schiebt ordentlich nach vorne. Wobei der hier auch nicht schlecht ist, ne? Ich finde, er ist sehr, sehr laut, denn man hört den Motor doch sehr stark. Aber das war, glaube ich, schon immer so bei diesen Motoren. Die sind halt wahrscheinlich vorne nicht ganz so gut gedämmt. Matthias, wie gefällt dir der neue Tiguan? Also ich finde den schön. Bin ja nie so ein richtiger VW-Fan gewesen. Hm. Aber ich finde den jetzt, klar, immer moderner. Immer mehr Ausstattung und von außen die Form gefällt mir mega. Ja, ich finde den von vorne auch. Das, was sie neu gemacht haben, finde ich richtig geil. Aber ich fand den Tiguan auch schon immer von der Seite extrem geil, ne? Und als Airline oder als Air sowieso, aber als Airline finde ich, hat VW echt eine geile Note immer da, ne? Der sieht jetzt von außen nicht ganz so schick aus, weil jetzt die blöden 18 Zoll da drauf sind, aber wenn da die 20 Zoll da drauf sind, dann ist schon ein schickes Gerät. Gut, jetzt quatschen wir zu viel, wir gehen noch mal einmal zum Fazit nach draußen. 4,51 Meter ist der Tiguan lang, 1,86 breit und 1,67 hoch. Die Maße hatte ich noch vergessen. Ja, und dann sind wir schon beim Fazit, ne? Ich finde zum ersten Mal richtig gut, dass es nicht ein ganz neues Auto ist, denn mir gefällt die Heckpartie richtig gut. Die gefiel mir auch schon in dem vorigen richtig gut. Und dass sie von hier vorne so vieles neu gemacht haben, das passt auch perfekt. Also es ist so ein kleines Hybridkonzept, wenn man so sagen darf, ne? Vorne alles neu. Und ab der A-Säule nehmen wir einfach das Bewährte. Mir gefallen die Falzen hier ganz gut in der Motorhaube, hat so ein bisschen sportlichen Charakter. Ich finde, der Grill ist ein bisschen zu viel Chrom vorne und ich hätte auch gern die Spangen, die hier an der Seite sind. Da würde ich es auch besser finden, wenn das in Schwarz wäre, so wie hier das Airbadge und dieses Designelement auch in Schwarz ist. Wir haben ja hier IQ-Light und das richtig gut. 30-fache Ambientebeleuchtung, ja, das finde ich super, hat man sehr, sehr viel zum Spielen. Auch für Matthias, der ja gerne rosa hat, ne, hatten wir ja vorhin schon gehört. Ich würde da doch blau oder rot bevorzugen. Großes Dankeschön an das Autohaus Steinböhmer, die das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Und schreibt ihr doch mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Tiguan findet und ob ihr sagt, naja, es ist halt kein richtig neuer Tiguan. Oder ob ihr sagt, oh doch, ist eigentlich schon ganz schick. Ich finde die Auspuffblenden hinten, naja, da hätte sich VW ein bisschen was Schickeres einfallen lassen können. Ne? Und auch wie hier vorne, Luftanlässe angedeutet, aber komplett zu, passt irgendwie nicht so richtig, oder? Also wenn er schon so einen sportlichen Charakter hat, dann kann man doch das mindestens aufmachen und hinten die Auspuffblenden, da sage ich ganz ehrlich, die müssten auf sein. Dann ist es auch ein richtiger Airline für mich. Wie ist es für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt den Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann sehen wir uns trotzdem im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.